Eurobike 2014. Kein Sprung ins kalte Wasser war die Eurobike 2014 in Friedrichshafen. Die größte Fahrradmesse der Welt verzeichnete wieder ein Plus an Ausstellern und Fachbesuchern. Das Fahrrad ist nach wie vor in und neue Technologien wie der Akkuantrieb haben sich bereits etabliert. E-Bikes gibt es mittlerweile in den verschiedensten Ausführungen. Wir haben 7 Arten von Fahrrädern mit 5 verschiedenen Raumgeometrien, wobei der Vorteil bei uns an E-Bike ist, dass die Akkus im Unterrohr eingebaut sind und das Rad wird angetrieben mit einem ultraleichten 250 Watt Hinterradnabenmotor. Neuerdings lassen sich diese Elektrofahrräder nicht mehr so schnell als solche identifizieren. Die Idee von dem Rad ist eigentlich gewesen, dass man nicht auf den ersten Augenblick sieht, dass es ein E-Bike ist, sondern dass es aussieht wie ein normales Fahrrad. Das hat den Vorteil, dass diese Fahrräder ganz leicht zu fahren sind. Die Bedienung ist denkbar einfach und die Kraftersparnis groß. Mit wenigen Tritten kommt man auf eine passable Geschwindigkeit und auch die Bremsen lassen sich gut dosieren. Außerdem sind moderne E-Bikes nun relativ leicht. Es sind unterschiedliche Modelle lieferbar, sogar welche, die sich zerlegen lassen.